Das Mikro ist... Könnt ihr... Jetzt geht's. Liebe Piraten, wir wollen weitermachen. Und ich darf euch die nächste Rednerin vorstellen. Sie kommt aus der Oberpfalz, ist in Regensburg demnächst unsere erste Bürgermeisterin. Und ich möchte Sie eigentlich begrüßen mit einer Anekdote, Tina. Ich habe sehr lange hier in München in der Studentenstadt gewohnt und hatte einen Mitkommilitonen, der wie ich dem Motorradfahren gefrönt hat. Und nach den Semesterferien kam er zurück und hatte beide Arme gebrochen. Wir haben ihn dann gefragt, sag mal, hast du deine nagelneue Kawasaki in den Graben gelegt? Und darauf hat er relativ trocken geantwortet, nein, Gemeinderatssitzung. Also ich hoffe, du weißt, auf was du dich in Regensburg eingelassen hast. Wir freuen uns auf deinen Beitrag. Du hast das Wort. Ja, wie es so ist, funktioniert natürlich die Technik im entscheidenden Moment wieder nicht. Das ist ganz wunderbar. Von daher versuche ich das mal so ein bisschen zu improvisieren und fummel hier so ein bisschen rum derweil. Falls mir jemand helfen kann, der gerade mal nicht sprechen muss, wäre das ganz fantastisch. Nicht, dass ich das alleine nicht könnte, aber wenn jemand die Augen nur hier drauf hätte, also geht's jetzt? Ha? Es könnte sein, dass es jetzt geht. Schauen wir mal. Okay. Also wie ihr wisst, trete ich ja gerade in Regensburg als Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt an. Und anfangs habe ich ja noch gedacht, okay, da sind jetzt ganz viele professionelle Politiker und die machen das alle schon jahrelang und ich bin ganz neu und werde da total abstinken gegen die. Ja, dann habe ich die kennengelernt. Und ich erzähle euch heute mal so ein bisschen über diesen Wahnsinn meiner Kommunalwahl, weil bei der Kommunalwahl schicken offensichtlich alle Parteien Vertreter hin, die möglichst farbenfroh und möglichst exzentrisch sind und die vielleicht in überregionalen Gremien jetzt nicht so wohlgelitten wären. Gerade in Regensburg feiern die so eine krasse Realsatire ab, das ist einfach unglaublich. Also ich habe euch den Wahnsinn deswegen in Bild und Ton mal mitgebracht. Ich weiß, Aschermittwochsreden sind normalerweise sehr, sehr runtergedampft auf das reine Reden, aber das muss einfach, also das glaubt ihr mir sonst einfach nicht. Deswegen habe ich das mal mitgebracht. So, wir fangen an mit ihm hier. Dieser gute Mann ist nicht der Bewerber der NPD, sondern der CSU. Das ist Christian Schlegel. Der geht in Regensburg, wie gesagt, für die CSU ins Rennen und säuft sich jetzt mit Hilfe seiner großen Kampagne Freibier für alle nicht nur seine Stadt, sondern auch seine Wähler schön. Dazu muss man sagen, das mit dem Alkohol, das ist so eine Sache bei ihm. Der hatte als Jungspund von der Jungen Union so ein bisschen Probleme mit dem Alkohol. Wenn er zu viel davon hatte, konnte er partout seinen rechten Arm nicht unten halten und musste auch ganz dringend die erste Strophe vom Deutschlandlied singen. Das ist keine Verleumdung, das hat er im SZ-Interview 2010 selber zugegeben. Ich meine, das ist der Mann. Also ich weiß ja nicht, was ihr mit Anfang 20 so gemacht habt, ja? Aber als ich mich mit Anfang 20 besoffen habe, wollte ich Jungs knutschen und nicht den Hitlergruß zeigen. Außerdem, der will in meiner Stadt eine U-Bahn bauen. Ganz im Ernst, Regensburg hat 120.000 Einwohner, der will eine U-Bahn bauen und zwar unter dem Welterbe durch. Da liegt so wenig Römerkram, könnt ihr euch vorstellen, wenn man da an einer beliebigen Stelle den Spaten ansetzt, sind die Archäologen gleich erstmal für 20 Jahre beschäftigt. Und es macht auch überhaupt nichts, wenn so ein Patrizierturm einfach mal zusammensackt wie das Stadtarchiv in Köln. Wir haben da Dutzende von. Also auf einen mehr oder weniger kommt es ja nun echt nicht an. Dafür hätte Regensburg endlich, endlich ein Millionengrab. Weil, ich meine, als bayerische Kleinstadt, was will man da machen, ja? Für eine Philharmonie fehlt uns die Elbe. Für einen Flughafen haben wir keinen Platz. Und einen Kopfbahnhof haben wir auch nicht, leider. Deswegen stellt sich da schon die Frage, warum nicht eine CSU-Gedächtnis-U-Bahn? Das ist die Wirtschaftskompetenz der CSU. Und weil ihn jetzt natürlich nach dieser U-Bahn-Geschichte einige Leute gefragt haben, ob noch alles ganz okay ist so im Oberstübchen mit der Realitätswahrnehmung, hat er diese Frage
ausführlich und ich finde sehr eindeutig in seinem Wahlwerbespot thematisiert. Ich habe euch dieses Wahlvideo jetzt mal mitgebracht. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ja. Hört ihr was? Denken Sie bitte an was Schönes. Bitte beachtet die, das Personal. Und? Alles in Ordnung? Zukunft braucht Ideen. Ja. Also, und wäre das nicht schon eine wunderbare Zurschaustellung von wirklich rausgeworfenen Wahlkampfgeldern, hat sich seine Jugendorganisation nochmal was ganz Besonderes ausgedacht und hat noch einen draufgesetzt. Und zwar, die haben als besonderes Gimmick und als besonderen Schmankerl dieses Wahlkampfgimmick. Das ist eine Dose und in dieser Dose ist, ihr werdet es nie erraten, Prosecco. Prosecco mit Junger Union drauf, also damit man auch gleich weiß, welche Lieder und Parolen der Alkohol diesem brav biederen Kandidaten tatsächlich mal entlockt hat. Ja, also man wird quasi die ganze Zeit drauf gestoßen, jetzt gibt es auch Wirte für Schlegel und so. Also ja, sein Wahlkampfslogan ist ganz klar, 3 Helle und eine U-Bahn zum Hier trinken, bitte. So, danach kommt die SPD, der Kandidat, der ist auch ganz lustig, das ist der da, der da links steht, mit seinem roten Knopf, der hat mal bei uns das Internet angeschaltet, zumindest hat er geglaubt, dass er das Internet angeschaltet hat und deswegen grinst er da auch so stolz. Also der ist der nächste heiße Bewerber auf den Posten des Oberbürgermeisters, einer meiner politischen Mitbewerber, der hat keine rechte Vergangenheit, Gott sei Dank, er ist leider auch nicht viel besser. Der lässt nämlich grundsätzlich andere Leute seinen Wahlkampf machen. Wir haben bisher Künstler für Wollbergs, Haustiere für Wollbergs, ohne Scheiß, Kinder für Wollbergs, Migranten für Wollbergs, Arbeitnehmer für Wollbergs und, habe ich heute auf Facebook gesehen, Frauen wählen Wollbergs. Keine Ahnung, also ich nicht. Wahrscheinlich kommt als nächstes noch Donau-Tiefseetaucher für Wollbergs oder Ex-Nazis für Wollbergs. Naja, das ging jetzt zu weit. Also der alte Oberbürgermeister in Regensburg hat ja 18 Jahre lang so ein bisschen wie ein kleiner Graf regiert. Ja? Das hat so einen kleinen Charme für die SPD, die kennt das ja nur vom Hörensagen. Für den SPD-Kandidaten hier geht es ein bisschen um die Wurst, der hat ja sonst nicht so wirklich was gelernt. Der hat keine Ausbildung, der hat kein Studium, der hat keine berufliche Perspektive. Also bei dem geht es so richtig um was. Deshalb sieht man den grundsätzlich auch nur noch mit gebleckten Zähnen. Und da er von der SPD ist, verspricht er immer gerne allen alles, um dann 6 Jahre lang mit dem Finger auf seinen Koalitionspartner zu zeigen. Wir haben ja in Regensburg seit 6 Jahren trotz eigentlichem Kollegialorgan, also ein Stadtrat soll ja eigentlich überfraktionell Sachpolitik machen, passiert bei uns nicht. Wir haben eine kleine GroKo, wir haben also eine Koalition zwischen CSU und SPD. Und wie das so funktioniert, kann man total prima sehen, nämlich gar nicht. Die CSU macht bei uns grundsätzlich, was sie will und die SPD steht beleidigt daneben und sagt, ja, hättet uns wählen können, da wäre das jetzt irgendwie anders und so. Das machen die seit 6 Jahren. Also jeder Vierjährige ist da verhandlungsfähiger und diplomatischer. Mit unserer großen Koalition im Kleinen also erleben wir unter anderem die Verdrängung unerwünschten Klientels aus den Innenstadtbereichen, die Verdrängung von Prostitution aus dem Sichtfeld, die Verweigerung eines Nahverkehrssozialtickets für Bedürftige und die Baumfreunde kriegen bei uns seit 6 Jahren nicht mal einen Termin beim Oberbürgermeister. Ja? Bäume, Schäume, wir sind schließlich BMW-Stadt und nicht Baumstadt. Also mit Bäumen kann man grundsätzlich keinen Blumentopf bei uns gewinnen. So, und er hier hat jetzt auch einen Wahlwerbespot, der ist auch so ein bisschen von ausgesuchter Geschmacklosigkeit, also es gibt kritische Stimmen, die diesem Wahlwerbespot eine gewisse Riefenstahl-Optik zusprechen. Und ich habe neulich das Blog von den Ruhrbaronen gelesen, das ist ein Lokalblog in NRW, und die haben so ein bisschen gefrotzelt, dass dieser Wahlwerbespot so austauschbar ist in seinen Slogans und in seinem Kandidaten, den könnte man einfach den Kopf ausschneiden und in jeder deutschen Kleinstadt spielen und das wäre völlig egal. Das gucken wir uns jetzt mal an.
Vielleicht. Wir müssen dafür sorgen, dass es Kindern gut geht in unserer Stadt, dass sie unversehrt bleiben und die besten Bildungschancen bekommen. Ich will, dass es gute Arbeit gibt in dieser Stadt und dass es faire Löhne gibt, von denen man auch leben kann. Sagt er! Wohnen ist ein Grundrecht. Wir müssen dafür sorgen, dass Wohnen bezahlbar ist und dass man nach der Miete von seinem Geld auch noch leben kann. Lasst uns nicht über Luftschlösser reden. Wir müssen sagen, was realistisch ist und was den Menschen wirklich hilft. Wir müssen miteinander diese Stadt gestalten. Das kann keiner alleine. Die Stadt gehört auch niemandem. Ich bin dazu bereit, das mit Ihnen zu tun. Er kniet sich um. Also diese Gravesmusik, ja, so ein bisschen, und dieses Schwarz-Weiß. Also der Wahlkampfslogan ist ganz klar, Weltbild Schwarz-Weiß, ja, Hauptsache Chef, Rest egal. So, der Nächste, der sich bei uns Hoffnungen auf das OB-Amt macht und auch aufs Regieren, also wenn, dann bitte schon als zweiter Bürgermeister und so, das sind die Grünen. Die Grünen haben bei uns in der Stadt so alles Charmante abgelegt, was sie eventuell mal hatten, falls sie überhaupt mal was hatten. Die sind bei uns so ein bisschen diese Rentnermachtfraktion mit so ein bisschen Umweltschutz. Nicht nur, dass auch die Grünen einen Mann ins Rennen um das OB-Amt schicken, nein, sämtliche Wahlveranstaltungen werden von Männern bestritten. Das ist die Partei mit der Quote, das darf man nicht vergessen. Also Frauen dürfen bei den Grünen in Regensburg anwesend sein, habe ich mir sagen lassen, sogar ohne Bartverkleidung, habe ich gehört. Also hoffe ich zumindest. Und sie dürfen als ganz besonderes Schmankerl tatsächlich diese drei stattlichen Mannsbilder an der Harfe begleiten. Harfe, wisst ihr Bescheid, Harfe. Der OB-Kandidat ist der ganz oben, das ist so ein bisschen der Alterspräsident unserer OB-Runde und dem habe ich das neulich auch mal erzählt, dass ich das ganz schön finde, dass auch die älteren Menschen sich für Stadtpolitik interessieren und ich finde das Bild immer so passend von diesem dienstältesten Stadtrat. Wir haben so einen, der kommt immer mit seinem Rollator in den Stadtrat und schläft dann immer ein, wenn es ihn nicht interessiert, so nach 10 Minuten oder so. Und er murmelte dann patzig was von Altersdiskriminierung und was ich mir dann einbilde und so. Ich meine, was soll ich da sagen? Ich bin in der Runde dieser OB-Kandidaten mit Abstand die Jüngste. Und der Typ mit dem Rollator, der wird mir auch nicht erklären können, was meine Generation jetzt gerade wichtig findet in der Stadtpolitik. Und die Grünen, diese selbsternannte Jugendpartei, ja, die sind, selbst da sind alle Leute unter 50 irgendwie Klientel und für die macht man keine Politik. Der da ist außerdem Künstler, deswegen ist sein Wahlkampfslogan irgendwas mit Kunst, aber nennt ihn halt nicht alt. Wir in Bayern haben es ja ganz gerne mal kompliziert und überkorrekt. Ja, also es fängt mit diesen beschissenen Unterstützerunterschriften an, die hatte Niki vorhin schon erwähnt, für die wir uns mitten im Winter die Beine vom Bürgerbüro in den Bauch stehen mussten. Und das hört bei diesem wundervollen Kommunalwahlsystem mit dem Kumulieren und Panaschieren noch nicht auf. Das ist jetzt unser Stimmzettel, Musterstimmzettel. Allgemein sprengt das bayerische Gemeindewahlrecht so ein bisschen unser tradiertes Konzept von Themen statt Köpfe. Das lässt sich halt in einer Personenwahl nicht mehr so richtig wirklich nachverfolgen. Und ich merke das immer recht deutlich, wenn mich die Politik dann heimsuchen kommt, wenn ich es nicht erwarte. Wie zum Beispiel neulich morgens um 20 vor 8. Ich schlafe noch. Dann klingelt es an der Tür. Das ist übrigens einer der wenigen Tage in den letzten Wochen, wo ich hätte ausschlafen können. Also ich lag wirklich noch im Bett. Ich schlurfe ohne Hose, Haare völlig nach allen Seiten abstehend. Ja. Ich habe so eine Knirscheschiene, die mir der Arzt gegeben hat, damit ich mir die Zähne im Schlaf nicht kaputt knirsche. Ich sehe also völlig debil aus und mache die Tür auf. Steht da vorne der Schornsteinfeger und sagt, ja, wir hatten einen Termin wegen der Therme und so. Ich sehe, ja, Moment, mache die Tür wieder zu, ziehe mir eine Hose an, denke mir, oh Gott, Schornsteinfeger, na gut. Mach ihm die Tür wieder auf, es ist immer noch 20 vor 8, er kommt rein und so, fängt an mit meiner Therme und sagt, ja, also wissen Sie, hier mit Ihrem Kommunalwahlprogramm, erklären Sie mir das doch mal. Ich stehe also da, halb angezogen, Haare immer noch völlig wild. Meine Wohnung, muss man dazu sagen, sieht aus wie ein Schlachtfeld. Ich habe das halbe Lager von diesem Kommunalwahlkampf bei mir in der Küche. Überall stapelt sich Geschirr, die Blumen hängen verwelkt irgendwie runter. Ich denke mir nur, Gott sei Dank, keine schmutzige Wäsche im Sichtfeld und so.
Also überall ist irgendwie Zeug und dann, ja, und vor 2 Minuten habe ich noch geschlafen. So, und er, also ich lispel mir da so irgendwie was runter, ja, weil so richtig sprechen kann ich mit der Knirscheschiene ja noch nicht. Und beim fahrscheinlosen ÖPNV bleiben wir dann hängen und er fängt dann an so mit, ja, Finanzierbarkeit und wie machen Sie das mit dem Landkreis? Und ich so, oh, irgendwie Zahlen irgendwie aus dem Kopf. So, wir hangeln uns dann irgendwie so durch diese Finanzierbarkeit und bla 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 und währenddessen ist er schon längst fertig mit meiner blöden Therme und guckt immer wieder verstohlen auf die Geschirrberge in meiner Küche. Es ist irgendwie mittlerweile dann auch schon nach 8, wir sind bei der Oberpfälzer Energiepolitik und der Trasse angekommen und ich versuche irgendwie unauffällig meine Haare so ein bisschen irgendwie nach unten zu bewegen und er hat dann noch so ein bisschen energiepolitischen Gesprächsbedarf und Gott sei Dank, irgendwann packt er seine Sachen, wünscht mir viel Glück, ja, und geht. Und ich weiß jetzt, dass ich also von Schlaf auf Kommunalwahlpolitik tatsächlich so unter 3 Minuten nur brauche. Ich habe den auch heute noch mal getroffen, also seitdem winkt er mal ganz freundlich und grüßt, also einen neuen Freund auf jeden Fall gewonnen. So, also zurück zu Lück, beziehungsweise besser gesagt zur FDP. Der da, das ist Herr Meierhofer. Der Herr Meierhofer, also den hat es eigentlich echt am härtesten erwischt von dieser Oberbürgermeisterkandidaten-Gang. Der saß nämlich bis Herbst noch im Bundestag. Eine Runde Mitleid, ein bisschen, aber nur ein bisschen bitte. Weil, also der saß da mit so richtig echten Abgeordneten, oder zumindest mit welchen, die sich dafür halten, ja. Und jetzt muss er sich halt diesen Deppenauflauf meines Wahlkampfs geben. Also er sagt ja auch immer, naja, also die Wähler hätten ihn ja für diese äußerst wichtige Aufgabe jetzt des Kommunalwahlkampfs freigestellt. Er hätte jetzt ja mehr Zeit. Und also er wirft sich jetzt mit all seinem Neoliberalismus da in die Schlacht, also beziehungsweise in diesen Wahlkampf. Und der Wahlslogan, wie ihr sehen könnt, ist, mein Regensburg ist so frei, aber ja vor allen Dingen halt dann meins, meins, meins. Ne? Dann haben wir noch die Freien Wähler. Das ist ein Bild, das habe ich gemacht, deswegen sieht das so ein bisschen lustig aus. Was ihr da seht, ist 4 Plakate übereinander. Also die Freien Wähler sind nämlich eigentlich ganz lustig. Die haben ihren OB-Kandidaten da so 4-mal übereinander gehängt. Kunst am Wahlplakat. Im Stadtrat haben die leider überhaupt keinen Humor. Ja, aber die haben immer die besten Ideen. Also das behaupten sie. Ja, es sind immer ihre Ideen. Ja, wir hatten die Idee zuerst und so. Außer die Idee entpuppt sich hinterher als Scheiße. Dann waren es nicht die Freien Wähler. Dann waren es die da hinten irgendwo. Ja, also und übrigens, wo wart ihr eigentlich in der Sitzung, als das beschlossen wurde? Und ich glaube, die Tischvorlage war falsch geheftet. Das sind bei uns so ein bisschen die Freien Wähler. Die sind die allergrößten Förmchenwerfer in diesem sowieso schon Sandkastenwahlkampf und in diesem Sandkastenstadtrat die allergrößten. Ja? Deswegen ist deren Wahlkampfslogan auch die Schaufel, die mir der politische Mitbewerber vor 57 Jahren im Sandkasten über den Kopf gezogen hat, die war blau. Aber am schärfsten in diesem ganzen Wahlkampf ist eigentlich der hier. Hey, der Herr Janeli. Und zwar, also der lässt uns in puncto Realsatire echt alle stehen. Das ist, das CSB ist in Regensburg eine kleine Splitterpartei der CSU. Und dieser Mann ist Immobilienmakler. Der war erst bei den Grünen, dann bei der CSU, angeblich auch bei der FDP. Bei uns hat er auch mal angefragt. Also er war irgendwie schon so überall. Und diese rechte Spalterpartei, die haben wir jetzt seit 6 Jahren. Und er geht tatsächlich mit dem Slogan hausieren, ich möchte den kleinen Kindern die Süßigkeiten wegnehmen. I kid you not. Das ist eine echte Aussage von dem. Ich weiß nicht, wofür der sonst politisch so steht, weil alle schlafen immer grundsätzlich ein, wenn er anfängt zu reden. Das mit den Süßigkeiten habe ich mir gemerkt, das fand ich so putzig. Und der will halt in den Stadtrat, als Immobilienmakler ist das natürlich eine schöne Sache. Also das zu toppen, ja, ihr seht, das fällt mir total schwer. Ich habe mir schon mal überlegt, was man noch tun könnte, um diese Realsatire in irgendeiner Form zu überbieten. Mir ist da echt nur eingefallen, nackt auf dem Podiumstisch tanzen. Aber selbst damit hätte ich von Schwachsinn, also diese Stadt ist so gesättigt von dem Schwachsinn in diesem Wahlkampf. Ich glaube, da hätte ich echt nur noch ein müdes Lächeln eingeheimst. Also, bitte drückt uns die Daumen, wenn wir am 16.03. mit diesen lustigen Leuten in den Stadtrat einziehen, um 6 Jahre lang Politik zu machen. Und bitte drückt dieselben Daumen auch München, Nürnberg, Gauting, Fürstenfeldbruck und den vielen Gemeinden, in denen Piraten tatsächlich auf den Kommunalwahllisten stehen. 1,5 Wochen lang dürfen wir uns das jetzt noch angucken und dann machen wir Stadtpolitik. Vielen Dank.